Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Thema heute, diese Dinger hier. Birnen. Da steht nämlich hinter uns ein Baum mit Birnen dran, Mengen von diesen Dingern, wo keiner weiß, was damit anzufangen ist. Also ziemlich dicke Birnen, aber unheimlich hart und bei Vollreife so eine leicht rötliche Schicht, also ungefähr wie hier. Aber ich habe sie versucht, ich habe sie liegen lassen, die werden nicht weich, die sind so einfach nicht essbar. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Baum ist. Den habe ich nicht selbst gepflanzt, der stand hier schon. Die fangen schon relativ früh an runterzufallen. Meistens sehen die dann so aus. Also nicht besonders appetitlich. Aber auch da bleibt noch genug übrig. Oder aber sie sehen so aus. Ich würde sagen, das ist das Ergebnis von den Gänsen, die hier die ganze Zeit durch die Gegend tigern. Also wie gesagt, Birnen, mit denen niemand weiß, was man damit machen kann. Und die einzig bisher vernünftige Nutzungsvariante dafür war Saft. Weil Saft kriege ich auch den Kindern eingeflößt. Birnen so, erstens sind sie nicht lange haltbar. Ich habe sie schon mal eingelegt, so mit wie heißt das, Zimtstangen oder sowas. Aber ich meine, so viel kann man davon auch nicht essen. Versaften. So, und heute geht es um diese Birnen, von denen keiner weiß, was für eine Sorte das ist. Machen wir Saft raus. Da haben wir wieder was zu trinken. Ich habe meinen kostenlosen Erntehelfer mitgebracht, bei dem großen Garten. Ich brauche schon kostenlose Erntehelfer. Da oben rumzuturnen ist nicht unbedingt mein Ding. Den schicke ich jetzt mal auf die Leiter. Birnen ernten. Also kostenlos, über eine kleine Bezahlung würde ich mich auch freuen. Meinst du? Okay, gucken wir mal. Los geht's. Ich habe den Baum schon zurückschneiden lassen im Frühjahr. Und trotzdem reichlich Birnen, jede Menge davon. Dicke, feste Birnen. Ich nicht. Noch mehr da, direkt vor dir. Da, mittendrin. Hey, der sieht vor lauter Birnen. Hey, da genau. Fall nicht runter, Erntehelfer. Hier rechts, guck mal. Ja, hier sind auch noch drei. Hey! Mann! Das war mal geil. Das ist ein Mordanschlag. Ey! Au, hier oben sind nochmal 4, 5. Und wie war ich? Prima. Er hat mir den Ast hier voll die Seite aufgeratscht. Ich glaube, mit den Eimerschen kommen wir nicht hin. Doch eine Schubkarre holen. So, aufsammeln, Erntehelfer. Ah, du kannst dich besser bücken als ich. Ja. Jo, du bist aber am Stöhnen, du. Ja, ich muss aufpassen, dass mir hier kein Ast ins Gesicht piekst. Also wir haben ja schon einen ganzen Teil abgeerntet. Das ist jetzt so der letzte Rest. Die Erntehelfer, die haben jetzt Feierabend, die können jetzt wieder datteln gehen. Und die Arbeit, die bleibt jetzt an mir hängen. Wir gehen jetzt versaften. Über das Wie des Entsaftens. Hier, da mag es auch unterschiedliche Auffassungen drüber geben. Ich habe Verschiedenes versucht. Ich habe sie in Stücke geschnitten und im Dampfentsafter gemacht. Habe aber eine bessere Variante gefunden. Ich tue die durch den Schnitzler jagen, damit die Oberfläche größer ist. Das dauert dann gar nicht mal so lange. Erstmal waschen. Zurechtschneiden. Den Stiel ab. Eins. Hier die Spitze noch ab. Weiß nicht. Sieht nicht schön aus. Mache ich nicht dabei haben. So. Nochmal ein Stücke und fertig. Also würde mich ja echt interessieren, ob irgendjemand
diese Birne hier kennt. Man kann sie essen, aber ja, geht so. So, erste Charge fertig. Ich habe es erwähnt, wenn die durch diesen Häcksler, also ganz fein geschnipselt sind, und rauskommen, ist die Oberfläche größer. Meines Erachtens nach geht das in dem Dampfentsafter erheblich schneller und kommt auch ein bisschen mehr bei raus. Los geht's. Zack. Und das Ganze jetzt rein in den Dampfentsafter. So viel es geht. Heiß Wasser in den Dampfentsafter. Der volle Topf mit dem geschnipselten Birnen drauf. Deckel zu. Und jetzt gilt's warten. Gelegentlich den Saft auffangen. Genau abmessen und in einen Topf. Pro Liter Saft eine entsprechende Menge Zucker zugeben. Das sind jetzt 50 Gramm auf 2 Liter, pro Liter. Ich habe auch schon mal mit 100 Gramm gemacht, wie man möchte. Ich gebe ja zu, so ganz gefällt mir diese Dampfentsafterei nicht. Das ist ziemlich energieintensiv. Das brutzelt jetzt hier fast anderthalb Stunden vor sich her. Ich muss mir da was anderes überlegen. Die Gläser im Backofen desinfizieren, die Deckel im Wasserbad desinfizieren, den Saft nochmal aufkochen. Die Gläser und jetzt abfüllen. Die Deckel zudrehen und auf den Kopf stellen. Ohne sich die Flossen zu verbrennen. Fertig. Viel Arbeit für ein bisschen Saft. So schließt sich der Kreis. Halt mal her hier. Jetzt wollen wir mal testen, was wir hier produziert haben an diesem windigen Tag. Prost! Ein bisschen verdünnt mit Wasser. Und lecker? Ja. Kann man trinken, oder nicht? Ja. Muss man jetzt Saft kaufen? Nee, also ich werde auch denken, den ganzen Winter über, wenn wir genug haben, werden wir nur noch das trinken. Super. Also. Nachmachen. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog, YouTube-Kanal RR Hase. Da sind noch ein paar Filme von mir. Da der Link zum Abonnieren. Nicht vergessen, da gibt es dann mehr von uns. Enten, Bienen, Hühner, riesen Selbstversorgergarten. Alles, was das Leben interessanter macht. So, Prost. Und guten Appetit.